Die Verbraucherkennfeld, auch Muscheldiagramm genannt, zeigt uns den besten Arbeitsbereich eines Motors. Nachfolgend zeige ich Ihnen den Aufbau von so einem Diagramm anhand eines ganz normalen, typischen Benzinmotors. Wir haben die beiden Achsen, wo wir auf der Waagrechten können ablesen, wie viel Umdrehungen der Motor macht. Zum Beispiel 1000 Umdrehungen, 3000, wir haben hier 5000 oder sogar 7000. Auf der Vertikalen tun wir ablesen, wie viel Drehkraft der Motor hat, wo man in Newtonmeter angibt. Zum Beispiel auf dieser Höhe 40 Newton, 80 Newtonmeter, auf dieser Seite weiter 120 bis 160. Ich zeige jetzt einfach eine typische Drehmomentkurve einzeichnen für so einen Benzinmotor, der kann etwa so aussehen. Und wenn wir jetzt mal aufs Bild gehen, schauen, sehen wir, dass der Motor hier am meisten Drehkraft hat. Das wäre jetzt etwa knapp nicht ganz 4000 Umdrehungen. Heisst aber jetzt, wenn ich das maximale Drehmoment will, muss ich auch Vollgas geben. Also können wir hier noch Gaspedal einzeichnen. Muss also hier 100% Gaspedal drücken. Hier hätten wir von mir aus etwa 50%, 75%, hier haben wir 25%. Wenn ich jetzt irgendwo den Berg auffahren will, oder leichte Steigung, dann habe ich einen gewissen inneren Widerstand, den ich überwinden muss. Ich muss Rollwiderstand, ich muss den Steigungswiderstand, eventuell sogar auch den Luftwiderstand überwinden. Und dass ich konstant die 50 kann fahren kann, brauche ich jetzt als Beispiel 40 kW. Ich zeichne die 40 kW mal hier einzeichnen. Auf dieser Linie habe ich überall 40 kW. Hier hätte ich dann zum Beispiel 30 kW, auf dieser Linie hätte ich vielleicht 50 kW, aber wir nehmen jetzt mal die 40. Die 40 kW kann ich abrufen, zum Beispiel hier, bei einer Drehzahl von 5000 Umdrehungen. Das wäre der dritte Gang. Wenn ich jetzt den vierten Gang nehme, komme ich ja mit den Drehzahlen runter, das heisst ja nur etwa 4000 Umdrehungen. Wir sehen, hier habe ich auch die 40 kW. Aber wir sehen, wenn wir jetzt schauen können, wie viel Gas wir geben müssen, muss ich im dritten Gang viel weniger Gas geben. Jetzt haben wir aber den vierten, haben gesagt, hier können wir die 40 auch abrufen. Jetzt muss ich schon mehr Gas geben. Und jetzt habe ich sogar die Möglichkeit, dass ich sage, ich nehme den fünften Gang und gehe mit 3000 Umdrehungen. Und siehe da, hier habe ich auch 40 kW. Aber jetzt muss ich noch mehr Gas geben. Also zusammengefasst können wir sagen, je höher der Gang, umso mehr Gas muss ich geben, um die genau gleiche Leistung abrufen. Und weil es ja Verbraucherkennfeld heisst, haben wir ja irgendwo ein Kennfeld, wo der Motor am wenigsten Treibstoff braucht und er am wirtschaftlichsten ist. Das wäre zum Beispiel in dem Bereich, da haben wir 240 Gramm pro Kilowatt in der Stunde. Da brauchen wir 250 Gramm, 260, 270, das geht dann runter, 250, 260, 270, 280, 290. Und jetzt können wir natürlich rausschauen, das heisst rausmessen, wie viel Treibstoff brauche ich zum Beispiel im fünften Gang bei 3000 Touren. Sehen wir, habe ich hier 240 Gramm im fünften Gang brauche ich 240 Gramm pro Kilowatt in der Stunde. Ich kann das Gleiche ja im vierten Gang machen, bei 4000 Touren. Ich brauche jetzt hier 260 Gramm. Das wäre der vierte Gang. Und wir können es auch mit 5000 Touren, die 40 Kilowatt abrufen, dann brauche ich hier 280 Gramm. Das wäre der dritte Gang. Die Differenz zwischen dem dritten und dem fünften Gang sind 40 Gramm, die wir mehr brauchen. Und zwar eben pro Kilowatt in der Stunde. Und weil wir jetzt mit dieser Konstantfahrt von 50 irgendwo leicht den Berg auffahren,
wir die 40 Kilowatt brauchen, müssen wir jetzt 40 Gramm pro Kilowatt, dann gibt das 1600 Gramm, die wir mehr brauchen. Wenn ich das jetzt umrechne auf Benzin, das heisst auf Liter, dann ist das spezifisches Gewicht, komme ich hier rund auf 2 Liter mehr, wenn ich im dritten Gang fahre, statt im fünften Gang. Das Ziel soll einfach sein, jetzt aufgrund von dem Verbraucherkennfeld den Motor im bestwirtschaftlichsten Bereich zu benutzen. Das heisst, hohe Gänge mit möglichst viel Gas. Dann braucht der Motor am wenigsten Treibstoff für die von ihnen benutzte und abgerufte Leistung.